Hallo und herzlich willkommen hier auf Polutz. Heute geht's um alle Erinnerungen, den letzten Titan, den letzten Schrein und das Hylia-Schwert. Viel Spaß. Das passieren. Die Titanen, die Wächter, warum greifen sie uns an? Oh nein, Ganon hat sie unter seine Kontrolle gebracht. Daro, Revali, Mipha und Urbosa, sie waren in den Titanen. Es ist alles meine Schuld. Ich konnte die Macht des Siegels nicht erwecken. Und jetzt hat Ganon uns die Relikte gestohlen, die uns vor ihm schützen sollten. Ich... Alles, was ich getan habe, es war alles vergebens. Ich konnte das alles nicht verhindern. Mein Volk, meine Freunde und mein Vater auch. Ich habe sie im Stich gelassen. Und jetzt sind alle tot. Als nächstes gehen wir nach Goronia. Es gibt viel zu tun. Ich muss an dem Titanen dort arbeiten, damit Daruk ihn besser steuern kann. Auch wenn wir zahlreiche Tests durchgeführt haben, ist es trotzdem eine Gleichung mit vielen Unbekannten. Aber fest steht, diese Relikte wurden von unseren Vorfahren erschaffen. Das heißt, wir können sie verstehen und herausfinden, wie sie funktionieren. Du wirst schon sehen. Wir werden die Verheerung, wir werden Ganon damit besiegen. Dafür sorge ich. Sag mir, hat das heilige Bannschwert seine Geheimnisse mit dir geteilt? Die Stimme, die seinem Stahl innewohnt. Kannst du sie wirklich hören? Die Wunde ist nicht sehr tief. Aber du musst trotzdem vorsichtiger sein. Du bist zwar stark, aber nicht unverwundbar. Die Monsterangriffe häufen sich in letzter Zeit. Auch so gefährliche wie diese werden immer häufiger gesichtet.
Ich fürchte, das könnte ein düsteres Vorzeichen sein. Die Wiederkehr der Verheerung. Komm, es ist nicht viel Zeit. Wir müssen vom Schlimmsten ausgehen und unsere Vorkehrung treffen, bevor es zu spät ist. Sieht nicht aus, als würde es bald aufhören. Wie dein Vater hast du den Weg des Ritters gewählt. Auch wenn die Ausbildung hart war, du hast nicht aufgegeben. Und letztendlich hast du dich als würdig erwiesen, das Bannschwert zu führen. Ich freue mich von ganzem Herzen für dich. Aber... Was, wenn du mit dem Schwert nicht hättest umgehen können? Wenn trotzdem alle gesagt hätten, du musst in die Fußstapfen deiner Vorfahren treten. Du musst ein Ritter werden, um jeden Preis. Wenn sie einfach nicht damit aufgehört hätten. Was? Was hättest du dann gemacht? Thank you.
Langsam habe ich's drauf, wie man dieses Ungetüm steuert. Daruk, Recke der Goronen! Mit so einem Titel hat man einen Ruf zu verlieren. Die anderen drei sind echt gut. Um mitzuhalten, muss ich diesen Titan wie im Schlaf beherrschen. Ein prächtiger Anblick, oder etwa nicht? Die zackigen Felsen auf diesem Bergkamm. Wunderbar knusprig sind die. Ich habe keine Ahnung, was es mit dieser Verheerung Ganon auf sich hat. Aber dieses schöne Land werden wir uns nicht kampflos abnehmen lassen. Oder, Bruder? Ach ja, du wurdest als Leibwächter der Prinzessin ausgewählt, oder? Und das vom König selbst. Musst ja mächtig Eindruck gemacht haben. Glückwunsch. Aber... diese Prinzessin. Besonders entspannt ist sie ja nicht. Etwas biestig sogar. Besonders in deiner Nähe. Was ist... Das hätte ins Auge gehen können. Wirklich seltsam. Der Todesberg ist seit Ewigkeiten nicht mehr ausgebrochen. Und jetzt rumpelt die Erde hier so stark, dass einem Felsen um die Ohren fliegen. Das ist nicht gut.
Thank you.
zurück in den Krater geflüchtet. Das ist deine Chance. Jetzt oder nie. Lange nicht gesehen, Bruder. Ich habe nie die Hoffnung verloren, dass du dich mal hier blicken lässt. Du bist sicher hier, um Rudania von Ganon zurückzuholen, oder? Dann musst du zuerst mal die Karte in die Finger kriegen, die den Aufbau des Titanen zeigt. Das ist der Leitstein, der die Karte enthält. Gut. Du hast die Karte dieses Titanen erhalten. Sieh mal. Die leuchtenden Symbole sind die Kontrollsiegel, die die Steuerung von Varudania regeln. Um ihn zurückzuerobern, musst du alle Kontrollsiegel lösen. Ich verlasse mich auf dich, Bruder.
Noch 4 Kontrollsiegel. Thank you.
Es sind noch 3 Kontrollsiegel übrig. Halt dich ran! Noch 2 Kontrollsiegel.
Rosas Zorn ist bereit, entfesselt zu werden. Noch ein Kontrollsiegel. Nur noch ein einziges, Bruder. Sauber. Alle Kontrollsiegel sind gelöst. Jetzt schmeiß noch die Steuerungseinheit an. Siehst du auf deiner Karte einen großen leuchtenden Punkt? Da musst du hin. Aber bleib wachsam, Bruder.
Dieses Monster hat Ganon vor 100 Jahren erschaffen. Mich hat es erwischt. Aber an dir wird es sich die Zähne ausbeißen. Mach es fertig, Bruder! Nimm dich von diesem riesigen Schwert in Acht! Auf seine Feuerbälle auf. Die sind brandgefährlich. Gut gemacht, Bruder. Du hast hier ganz schön aufgeräumt. Dank dir ist meine Seele jetzt wieder frei. Ich schulde dir was. Das Ganze ist mir schon peinlich. Ich habe mich abmurksen lassen, während Hyrule den Bach runtergegangen ist. Und du musstest den ganzen Schlamassel dann ausbaden. Aber egal. Rodania gehört uns. Du hast ihn für uns zurückgeholt. Seit 100 Jahren warte ich auf diesen Moment. Jetzt ist er endlich gekommen. Zuerst mal setze ich den Titanen in Gang. Dann wird Ganon ins Visier genommen. Wenn du im Schloss gegen ihn antrittst, ist es soweit. Dann kriegt er eine volle Breitseite verpasst. Und noch was. Hast du Interesse an meiner Kraft? Daruks Schirm? Ich bin ein Geist, weißt du. Ich kann recht wenig damit anfangen. Viel Spaß damit! Ah!
Denk immer daran. Meine Kraft ist jetzt in dir. Ein Teil von mir wird immer an deiner Seite stehen und dich beschützen. Dann los, Bruder. Kümmere dich um die Prinzessin. Damit sind wir bereit. Jetzt können wir Ganon eine verpassen, die sich gewaschen hat. Wenn du gegen ihn kämpfst, kriegt er von Rudania ordentlich eins auf den Pelz gebrannt. Hyrule gibt's also immer noch. Auch nach 100 Jahren noch ein prächtiger Anblick. Und Goronia scheint auch noch zu stehen. Was ist nach der großen Verheerung wohl aus den Goronen geworden? Ich hoffe, sie haben das alles gut überstanden. Hm? Oh. Sieh mal an. Scheint ja alles in Ordnung zu sein. Link, ich danke dir. Du hast alle Titanen zurückerobert und die Seelen der Recken erlöst. Sie werden bereit sein, wenn du in Schloss Hyrule gegen Ganon kämpfst. Und ich warte auch auf dich. Oh?
Link! Link! Ich habe jeden Schritt deiner Reise verfolgt. Du hast wahrlich Großes vollbracht. Ruta und Rudania, Medo und Naboris. Es ist dir gelungen, alle Titanen zu erlösen. Doch so stark du nun auch bist, in dir schlummern noch weit größere Kräfte. Begib dich zum Schrein des Lebens und setze den Shika-Stein dort in das Podest ein. Thank you.
Wir sind soweit. Endlich ist es uns gelungen, die Wächter zu aktivieren. Wir sind ganz nah dran. Wir müssen die Wächter und die Titanen nur weiter studieren. Dann könnten wir uns vielleicht zur Wehr setzen, wenn die Verheerung Ganon tatsächlich zurückkehrt. Was tut ihr hier? Wir haben uns das Experiment mit den Wächtern angesehen. Wenn wir diese antike Technologie beherrschen, sind wir der Verheerung Ganon nicht hilflos ausgeliefert. In der Tat. Die Erforschung dieser Relikte ist von höchster Wichtigkeit für unser Königreich. Aber als Prinzessin von Hyrule hast du weit bedeutendere Aufgaben zu erfüllen. So geht das nicht weiter. Wie lange wirst du noch vor deiner Verantwortung davonlaufen? Das tue ich doch gar nicht. Erst vor wenigen Tagen habe ich mich in der Quelle des Mutes gereinigt. Dort gebetet und... Vergeude deine Zeit nicht mit diesen Relikten. Von jetzt an gibt es für dich nur deine Übungen und sonst gar nichts. Oder glaubst du, die Macht, die Verheerung zu versiegeln, fliegt dir einfach so im Schlaf zu? Natürlich nicht. Aber ich gebe ja schon mein Bestes. Das alles bringt nur nichts. Bei der Erforschung der Relikte könnte ich wenigstens... Spar dir deine Ausflüchte. Von heute an ist Schluss damit. Ich verbiete jede weitere Beschäftigung mit diesen Relikten. Widme dich deiner Ausbildung an den Quellen. Weißt du, wie man am Hof über dich redet? Wie man dich hinter vorgehaltener Hand nennt? Missratenes Prinzesschen heißt du da. Oder Prinzessin machtlos. Ich will, dass du ihnen das Gegenteil beweist. Ist das klar? Jawohl, Euer Majestät. Thank you.
Oh nein, oh nein, oh nein! Du darfst nicht sterben! Oh. Bitte, du darfst nicht sterben! Prinzessin, seid ihr wohl auf? Ich habe einen wichtigen Auftrag für euch. Bringt diesen Mann so schnell wie möglich zum Schrein des Lebens. Beeilt euch, bevor sein Lebenslicht für alle Zeiten erlischt. Die Zeit, die wir vor 100 Jahren miteinander verbrachten. Du hast nun alle Erinnerungen an jene Tage zurückerlangt. Ich warte auf dich. Hier in Schloss Hyrule warte ich auf den Tag, an dem du die Verheerung Ganon aus unserer Welt verbannst.